Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 3. Was fühlt sich so gut an, das zu sagen? In der letzten Folge sind wir hier noch durch Theben ein bisschen rumgelatscht und haben gegen einen Boss gekämpft und wir haben Sigmar getroffen, bester Charakter. Also ja, alles geil. Irgendwie, ich weiß nicht, ich habe so einige Befehle, von denen ich noch nicht irgendwie weiß, wie ich die mache, irgendwie Luftgrätsche und so. Und ich muss noch irgendwie herausfinden, wie ich einige Sachen hier machen kann. Aber ich glaube, dafür haben wir noch genug Zeit. Wo müssen wir überhaupt hin? Müssen wir hier hin oder müssen wir da lang? Wir haben mal gegen den Boss gekämpft, ne? Dann gehen wir mal da lang. Donald hat schon direkt gesagt, wir müssen es Hades zeigen, als ich ja geladen habe. Also ja, weiß nicht, müssen wir gegen Hades kämpfen am Ende? Oder ich weiß, dass man gegen die Titanen kämpfen muss, also den einen Titan, weil das ist irgendwie einer der ersten Trailer, die man gesehen hat. Also ja, ich gegen den müssen wir auf jeden Fall kämpfen, nehme ich an. Aber gegen Hades kämpfen, keine Ahnung. Mal schauen. Aber wir haben keine Karte mehr. Wir haben so Nebengespräche wie in Final Fantasy 15. Ich habe schon gewundert, ob die vorkommen. Donald. Was ist los? Herzlose! Kommt her! Da habe ich irgendein Visier gesehen. Stimmt, man wartet noch mal mit irgendwie. Ja, vielleicht kann ich Piratenschiff. Weiß nicht genau, wie ich das aktiviere, aber jetzt eigentlich passen, ne? Irgendwie weiß ich nicht. Okay, wir sind schneller. Ich war im Finale. Keine Ahnung. Das ist mir komisch. Das sind Beschwörungen, ne? Hey, da liegt irgendwas. Ne, oder? Stimmt das hier? Wir können ja so rüberspringen, genau. Aha. Ich habe immer noch nicht den ersten Part hochgeladen, also weiß ich nicht, ob sich einige Leute halt angucken, ob das gut angekommen ist. Aber ich hoffe ja mal. Mehr Herzlose. Da bestimmt anfällig gegen Feuer, ne? Hey. Bei mir regnet's. Weiter. Wir sehen, wie er den verfolgt hat. Aber du hast irgendwie. Jetzt. Ich sehe, da steht Donner. Was ist das? Ich wollte eigentlich stehen, da losgehen. Jeder sind ganz schön stark, ey. Auch Helden werfen, gut. Oh Gott. Ah. So, ich muss auf die Balken und so achten. Ich muss noch gucken, wie normal es geht. Im Prolog-Spiel habe ich das zwar alles schon mal gemacht, aber das ist auch schon wieder eine Weile, ja, also. Aber ist klar, Profi schwierig ist, weil es gibt keinen kritischen Modus. Also das ist der höchste Schwierigkeitsgrad im Moment. Ich muss das Spiel übrigens schon updaten, so einen Tag. Wir haben jetzt den 28. und ja, ich muss so eine Tagpause machen, weil das mal Super Smash Bros. Hier komplett fertig machen. Und ja, in dem Projekt bin ich so gut wie fertig. Ich muss noch ein, zwei Parts wahrscheinlich hochladen. Aufnehmen, meine ich. So, gut. Komm auch dahin zu rennen. Und ja, jetzt kann ich mich ein bisschen mehr hier auf Kingdom Hearts 3 konzentrieren, sozusagen.
Das war so der Sinn der Sache, Alter. Ja, Kulade, pass auf. Nein, ich wollte nichts machen. Raketentanz, rote Rakete. So, ich so ein Angriff hier von Mulan. Und diesen Kampf müssten wir sogar machen. Das ist auch ungewohnt, weil normalerweise wären dann immer so Dings hier so Barrieren errichtet, die einen sagen, ha, du kannst hier nicht durch oder so. So in Kingdom Hearts 1 und 2 halt, ne? Aber jetzt ja jetzt mehr Open World, also ich glaube nicht, dass die mal auftauchen werden oder werden wahrscheinlich weniger auftauchen, ne? Das ist so geil, dieses Spiel zu spielen. Ich weiß, das hört man vielleicht nicht so an meinen Stimme, weil ich so eine sehr trockene Stimme habe, aber ich bin wahnsinnig aufgeregt gerade. Also Wasserknöpfe. Ist das Ausrüstung? Wasserboost, Waska. Ich krieg dann was? Donald? Da hast du jetzt besseres Dings. Du hast gar kein Wasser. Oder das Feuerboost. So. Da gucken wir mal, ob hier noch was liegt. Ja, ich weiß, meine Stimme klingt sehr robotisch, ich weiß. Oder gelangweilig, das ist mir bewusst, also. Tut mir leid, aber so rede ich halt. Ich rede halt mit einer richtig fröhlichen Stimme und so, aber das hört sich halt sehr dämlich an. Ich weiß, ich hasse meine Stimme. Also, ich bin die Person, die am meisten ihre eigene Stimme hasst, also. Wenn ihr mir hier sagen könnt, ja, meine Stimme ist scheiße oder so wahrscheinlich, dann glaubt mir, ich weiß da. Aber ich bin gerade sehr aufgeregt, auch wenn es sich nicht so anhört. Und ja, irgendwas wurde gerade ausgestöpselt am PC, aber nicht für das Mikrofon. Sonst würde ich das hier merken. Gut. Oh, ich genau, so habe ich gesucht zum Kaputthauen. Ich brauche jetzt ein Leben, sonst muss ich mich. Ich sollte vielleicht mal irgendwie ein Item auf Dings hier packen. Hier. Wir packen Potion hier rein und Wasser machen wir auf hier. Na, warte mal, hat eigentlich Herkules, der hat auch Potions gehabt. Verdammt. Entfernen. Der hat wahrscheinlich schon zwei verballert, ne? Pass auf, wie viel HP habe ich von? Ich habe 56 von 145. So, ihr müsst Leben haben, damit ich keine Potion einsetzen muss. Steilweg, große Truhe, Karte, Olymp. Und lass mich raten, die Äpfel kann man pflücken. Geld, Apfel. Was hat der? Hat der Laute, nennt man das ja, ne? Ja, ich habe mich mal lieber nicht so riskant. Finde ich gut, dass die Kämpfe so groß sind. Es ist viel los. Also ist ja noch in Kingdom Hearts 1 und 2, da tauchten irgendwie so weit nicht am Anfang nur 3-4 Gegner so auf. Das war's. Oder noch weniger. Wir sehen den ersten Kampf in diesem Let's Play. Irgendwie schon direkt, weiß ich nicht, 10 Gegner. Das ist schon krass. Also. Bin ich gut. Ich mag riesige Kämpfe. So, hier gibt es bestimmt einige Orte. Wie da hinten zum Beispiel, die ich erst viel später erreichen kann. Ne? Was denn hier noch? Das sieht irgendwie wichtig aus, oder auch nicht. Na, wo bin ich, ja?
Ach, jetzt bin ich sogar da, wo ich hingeguckt habe. Also natürlich ein bisschen komisch, weil man weiß jetzt nicht genau, wo man hin kann, ne? Und wo hier ist aber irgendwie nichts. Da kann ich auch nicht hin. Komm schon. Er hat doch ja nicht umsonst gemacht, oder? Ich kann irgendwie nicht mich hier wie ein Dream doch, doch so kann ich das. Okay, bringt aber nichts hier, habe ich so Gefühl. So, was wenn ich das hier mache? Ja, muss ich wahrscheinlich erst noch, verdammt, muss ich wahrscheinlich erst noch alles freischalten, ja, die ganzen Bewegungen, ne? Feuerfluss, so. Ich kann mich jetzt schon weiter bewegen als den anderen Kingdom Hearts Spiel. Ja, sieht irgendwie richtig aus, aber das sieht auch irgendwie richtig aus. Ja, das sieht definitiv richtig aus. Gehen wir da rein. Immer ist die falsche Gegend hier erkunden. Okay, das sieht schon wieder aus wie Story Kampf. Ein paar Level habe ich noch für Bomber. Okay, ich will gar nicht wissen, wie Boss ja die optionalen Bosse oder so sein werden. Ich nehme jetzt mal stark an, es gibt welche. Also also eine Sache, für die Kingdom Hearts schon berühmt ist, hier unglaublich schweren optionalen Bosse. So. Schallschock. Ah, ich habe schon wieder drei gedrückt. Auch wenn es noch ein bisschen unübersichtlich im Moment ist, es macht unglaublich Bock. Das ist genau wie bei Tales of spielen halt. Auf den ersten Blick, wenn man zum ersten Mal irgendwie Tales of Gameplay sieht, dann ist das, oh, das ist ein Mickey Maus Zeichen. Das hat bestimmt irgendwas zu bedeuten. Okay, kann ich nicht anvisieren. Wenn man zum ersten Mal irgendwie Gameplay von irgendeinem Tales of Spiel sieht, dann man sieht da irgendwie die Gruppe hier so mit ihren Kombos hier auf Monster loszugehen. Man sieht, wie die Gruppe mit ihren Kombos auf Monster losgeht und ja. Wenn man noch nie irgendwie ein Tales of Spiel gesehen hat und das zum ersten Mal sieht, dann ist das sehr unübersichtlich. Aber sobald man es selber spielt, sobald man sich daran gewöhnt hat, sich eingeübt hat, ist es vollkommen okay. So, da jetzt da ein Kampf war, nehme ich mal an, das war richtig. Oder? Da. Da kann ich rüberlaufen, ne? Ist ja noch was? Nö, okay. Cool. Aber hier sieht's aus, als würde es nach oben gehen. Also. Hey, von der Kamera doch. Ja, gut. Da mache ich da gerade irgendwas Optionales. Sehr gut. Gut. Finde ich gut. Was mich ein bisschen komisch finde, ist hier, jetzt gerade laufe ich, ne? Und boom. Es gibt irgendwie gar keinen dazwischen, so. Ich schalte so ein ganz kleines bisschen um und dann auf einmal renne ich. Das ist ein bisschen komisch. Aber wenn man die meiste Zeit rennt, ist das eigentlich auch nicht so. So. Ja. Jetzt nicht sagen, dass es mich stört oder so, aber. Ne. Wann werde ich mal laufen, also normal gehen? Weil Wasser Geld. Ja. Deswegen bin ich jetzt hier hingegangen. Da sind Äpfel da oben. Komm ich da hoch? Sogar ich habe keine Ahnung von was, wo alles ist,
was ich machen muss und so. Das ist wunderbar. Oh Gott. Hüpp, sehr gut. Au. Oh, cool. Wo bist denn du? So, ich muss schon sagen, du tauchst jetzt hier oben auf, ne? Bin ich da unten wieder landen. So, du bist drauf. Komm, fliegen hier runter. So, ist der andere, aber noch einer. Gemacht, Donald. Und wir müssen jetzt auch nicht mehr die Gruppe auswechseln. Fällt mir gerade auf, ne? Wir müssen ja jetzt, wir haben ja, man kann ja glaube ich 5 Charaktere jetzt mit ein haben, ne? Weil ich so von Trailern gesehen habe. Kalbfleisch. Also man muss nie wieder die Gruppe auswechseln. So. Was ich aber hoffe, was hoffentlich nicht vorkommt, ist, dass sie das gleich mal wie in Kingdom Hearts 2, wo man in so einigen epischen Kämpfen halt. Ich gehe mal hier runter, guck mal, ob da was ist. Nö. So, ich bin schon wieder. Boah. Dass man nicht irgendwie in einigen wichtigen Momenten aus irgendeinem Grund die Partymitglieder hier nicht mehr in der Gruppe hat. Kennt ihr den Kampf der 1000 Herzlose, wo man gegen wortwörtlich 1000 Herzlose kämpfen musste? Da wäre es doch richtig geil gewesen, wenn man Goofy und Donald dabei gehabt hätte. Weil da konnte man, hätte man sich in Formen und so was alles verwandeln können. Aber nein, aus irgendeinem Grund, obwohl die beiden direkt neben einen waren, eine Minute vorher, waren sie nicht am Kampf beteiligt. Also, das fand ich ein bisschen komisch. Das ist sehr oft in Kingdom Hearts 2 passiert. In einigen richtig coolen. Ups. Entschuldigung, Herk. Das ist an einigen richtigen geilen Momenten passiert in Kingdom Hearts 2 und das fand ich ein bisschen doof. Na, ich will das mal sehen. Oh, oh, hi. Wir sprechen gerade mal von 1000 Herzlose, ne? Irre Teetassen. Okay. Na cool. Sind alle in Teetassen? Aber das ist Musik von Traverse. Kampfmusik von Traverse Town. Sehr cool. Also welche übrig? Ja. Fertigkeitsring. Na, wo ist Herkules? Da ist Herkules. Ah, ein Heilmitteltrank. Gut. Also hier kriegst du einen umsonst. Ein Zelt auf Vesperia muss ich einen herstellen. Muss ich extra irgendwie einen Boss erledigen, um ein Herz stellen zu können. Du siehst mal, Unterschied. MP, das hätte ich gerne. Generiert MP um 10% schneller, wenn sie aufgebraucht sind. Die Fertigkeit kann aufgestapelt werden, um den Effekt zu steigern. Also gar nicht. Ja, okay. Gab's ja auch, ne? Mehrmals. MP, also ich habe mich eigentlich noch nie in der Situation gefunden, wo mir die MP ausgegangen sind. Ich weiß gar nicht, was dann passiert. Ja, dann sind mir die MP ausgegangen, ne? Kann ich keine Magie benutzen, aber was soll's. Ich habe keinen Vita und so, ne? Also im Moment brauche ich auch keine Magie eigentlich. Ich will's kaputt machen. Und der Herkules guckt mich nur einfach so an. Was tust du da? Okay, jetzt habe ich das hier. Jetzt habe ich den Weg da unten aufgemacht. Warum? Okay. Keine Ahnung, nicht so alle die Herzlosen irgendwie erledigen können oder was? Weiß ich nicht. Halt. Oh, ich glaube, die haben ja was. Okay. Warum machst du meine Architektur kaputt? Ja, du bist einfach nur so voll entsetzt, guckt er mich so an. Ich habe keine Ahnung, wo ich hingehen kann. Ich habe jetzt irgendwie 3 verschiedene Wege, wo ich hingehen kann. Aber weiß nicht, welcher davon richtig oder falsch ist. Ich glaube, das war richtig.
This sure does feel awfully familiar. Yeah, just like before. Guys, this is getting worse by the minute. I hope I'm wrong, but my family may need me. Drei Pegasus. I'm gonna fly ahead. Mit dem Heer eines Vogels. Big help, but leave the rest to me. Family. Yeah. Dad's king of the gods. Ah. What? His father is a god, but doesn't that mean Herc is a god too? Was werden die schon? No wonder he's so strong. Then he'll be okay. Won't he? No. Organization 13's here. He'll need our help. Good point. We gotta go. The heroes never quit. That's tough. All I know is that she was in trouble. Suddenly, I wanted to save her with all my heart. We fight with all our heart. Come on! Wir müssen nochmal zurück. Das war jetzt ja erkunden, hallo. So, bereit zu installieren. Ja, ein Update. Da wurde noch nicht installiert. Okay, kann sein. Er wird nur runtergeladen, nehme ich an. Also. Keine Ahnung, das hat echt noch nie erwähnt, dass. Wurde in zwei Spielen bisher noch nicht erwähnt, dass Herkules irgendwie ein Sohn der Götter ist. Ich könnte schwören. Hey, also ich dachte, das wäre neuer Gegner. Also du sahst doch bunt aus. Aber ich kann ihn nicht untersuchen, weil hier. Kann ihn nicht pflücken. Nein. Oh. Okay, wo sind wir gerade? Da ist schon wieder hier so ein Bild. Ein Bild für die Götter. Fast doch, ne? Okay, hier war ich noch nicht. Ich komme bestimmt. Ich laufe hier wahrscheinlich im vollen Kreis, ne? Hi. Ein bisschen Wasser ein. Bisschen Wasser. Boom. Das ist so, dass ich ein paar Level brauche, weil ich krieg noch ganz schön Schaden. Doch, Donald hat sein Ding gerade fertig. Ne? So, warte mal. Und hey, hier war ich. Und okay, man kommt so oder so dahin, ne? Halt einen Moment. Kam ich nicht von hier aus? So, ich habe keine Ahnung mehr, wo ich bin, aber da ist eine Truhe. Mach ich gerade. So, boom. Will sich meine T-Tasten hier einsetzen oder so. Ich glaube, die Hälfte der Parts gehen schon immer dafür drauf, hier irgendwie durch die Welt zu laufen, weil die alles so riesig ist. Da oben, dieser Berg. Ich nehme mal an, da kann man irgendwann hin, wenn man, weiß ich nicht, fliegen kann oder so was, ne? Oder gleiten, sag ich mal. Ich hoffe ja mal, solche Fähigkeiten kriegt man wieder. Ich vergesse immer. Wir haben ja noch nicht Dings. Nehmen wir an, das kriegen wir mal. Hi. Okay. Was? Oh. Okay. Oh, Goofy ist gleich tot. Oh, Donald hat ihn geheilt. Gut. Aus wie diese, wie heißt der Sommer, Schatten quasi aus. Oh, Donald, ne, Goofy ist kaputt. Er ist betäubt.
Stimmt, war ich auch mal in diesen einen Bosskampf. Überrascht, dass Donald noch kein einziges Mal verreckt ist. Das ist gruselig. Oh Gott, bleib mal stehen. Oh weh. Uhuhui. Was ist das denn? Was? Okay. War jetzt irgendwie sehr effektiv gegen den. Naja. Ich habe einen Boss gefunden. Boom. Da muss ich ja hin. Ja, ich habe den Gipfel. Keine Ahnung. So, hier waren wir ja von Anfang an, ne? Hier waren wir am Anfang. Ich nehme mal an, wir sind hier richtig. Oh, bitte. Ich muss zerstören. So, hier waren wir gerade, ne? So, falls ihr neu hier auf diesem Kanal seid, ich habe einen unglaublich schlechten Orientierungssinn, also kann vielleicht ein bisschen dauern, bis ich mich hier durchnavigiere. Okay, wir wären so oder so hier hingekommen, alles klar. War halt nur so ein optionaler Boss, nehme ich an. Dann gehen wir mal den Einweg, Abgrund. Oh, ich töte alle Titanen. Falsche Serie. Oh, jetzt ist es hier eine Barriere. Oh, das ist ein neues Lied, ne? Äpfel pflücken. Das ist der perfekte Zeitpunkt. Oh Gott. Das ist ein Kampf, den man im Trailer gesehen hat, in einem der ersten. Oder war es irgendwie dunkel? Und bedrohlicher. Oh Gott. Das ist mal alles kaputt, Mann. Wegen Geld. Ah! Ah! Oh, jetzt wird es dunkler. Ja, was? Nee, okay. Das ist so geil. Diese Wandlaufmechanik. Na komm schon. Wenn der noch aus Kingdom Hearts 1 war, war der einfachste Boss von allen. Den hast du da dauernd auf die Beine gehauen. Dann ist er umgekippt, dann konntest du ihn das Gesicht verprügeln. Der hat wortwörtlich nichts gemacht, den Kingdom Hearts 1. Wo überall sind hier Dingen, ey. Warte, wie kommt der da hoch, ey? Dann habe ich deine Beine kaputt. Ich soll aufhören, so viele Dinge kaputt hauen. Noch mehr von denen. Was ist das denn? Der Boden ist am Leuchten. Oh. Hi, Eta. Ja, kann ja auch solche Sachen drin sein, ne?
Das war ein Blitz, okay. Ich wollte schon sagen. Ja, das Spiel hat schon irgendwie ein bisschen bedrohlicher, ne? Und drüber als die anderen Spiele. Was? Plasma laut? Was so? Cool. Da habe ich mal trotzdem noch getroffen. Krass. Ich weiß mal nicht, wie ich diese Dinge aktiviere. Ich glaube, das hängt irgendwie vom Gegner ab, oder? Was hier aktiviert wird, oder? Boom. Also mehr oder weniger die Situationskommandos in diesem Spiel. Habe ich da auch schon wieder ein Mickey Maus Zeichen gesehen? Die sind überall. Ich bin aufhören, die ganzen Sachen hier kaputt zu hauen. Ich habe viel zu viel Spaß daran. Da schon wieder ein Mickey Maus Zeichen. Die muss man bestimmt irgendwann finden oder so, ne? Also, glaube ich, mach ich platt. Ich habe dann übrigens ernst gemeint, auch vorhin, ne? Er ist wortwörtlich der einfachste Boss in Kingdom Hearts 1. Du hast ihn auf die Beine, dann kippt er irgendwann um. Der macht nur Stampfattacken. Da war irgendwie der letzte Gegner in einem Cup, der irgendwie, also in einem Turnier, wo man vorher 50 andere Gegner erledigen musste. Also, das ist ein Witz. Gegen Hades müsste man auch kämpfen in diesem Turnier und er war deutlich stärker als der. So, na, warte. Und ich muss ja wieder auf die Beine hauen. Oh, da ist doch gleich Musik. Hier im Kampf. Okay, ich will. Ist ja genauso einfach. Oh, finde ich gut, dass die so Musikstücke aus den älteren Teilen ins Spiel reinbringen. Da machen. Fand ich schon gut in Dream Drop Distance. Lass mich bitte nicht runterfallen. Das andere Bein, okay. Oh Gott. Das wird noch ein bisschen schwieriger. Donald Meteor. Ja, super. Super gemacht, Donald. Ist der Beste. Aber nicht so viel Schaden. Oh, jetzt fällt er da runter, ne? Komm. Okay. Hey. Hey, ich bin gerade jetzt hier hochgekommen, Mann. Feuerwerkszug, okay. Ach, da ist aus dem Trailer, genau. Das war nicht so. Oh, ich muss sogar was machen hier. Minispiel ist das. Oh, ist ja geil.
Ich steuere das Ding übrigens nicht, ne? Also ich muss die Fäuste hier abschießen, glaube ich. So, so. Oh Gott. Machen wir mal das. Alter. Lass mich mal die Beine erledigen. Das war ein Bosskampf, ne? Schnapp dir das Ding, Goofy. Boom. Jetzt dreht er durch. Mal pushen, nein. Nur die Hälfte meiner AP. Wo ist du halt eigentlich? Schon gerade gesehen, wie er nicht angegriffen hat. Au. Ich wollte dann auch rausgehen. So, frisst hat. Jetzt gehen wir wieder da hoch. So, waren die Dinger nicht mal größer, oder? Also ich meine, Herkules. Da will ich mir halt ein. Hi. Na. Oh cool. Ich weiß nicht geplant, aber okay. Ah, ich habe schon wieder drei gedrückt, ey. Boom. Maximum MP gestiegen. Oh ja, das wird wehtun, wenn er am Boden ankommt. That's one down. They're not so tough by themselves. That one was that much of work. Okay, ich verstehe es. Aber die sagt mir, das war nicht der einzige Boss, ne? Reicht den Gipfel. Können wir ruhig Bosse hinterher werfen, also. Da habe ich echt nichts dagegen. Da haben irgendwie neue Sachen gelernt oder so. Ich habe noch einen Fertigkeitsring, Goofy. Das ist noch nichts, ne? Okay. Hey. Louis. Geht aber außen. Sehr gut. Nicht so schwer, aber wir meinen, das ändert sich schon irgendwann. Ob die Story so schwer jetzt ist oder nicht, das ist mir sowieso nicht so wichtig, aber ich hoffe, wir tun optionales Zeug noch reinpacken. Okay. Das Wichtigste an dem Spiel ist mir ehrlich gesagt die Story. Also ich will wissen, wie die Story ausgeht. Gameplay ist trotzdem awesome. Hof. Das ist der Olymp. Und ich würde sagen, wir speichern hier, weil das ist ein guter Part. Ein guter Zeitpunkt, um Pause zu machen. Ne? Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Kingdom Hearts 3. Ich bedanke mich allseits fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like, ein Abo oder ein Kommentar hinterlassen würdet. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao.